Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Und seit wann beschäftigst du dich mit dem Islam? Dreivierteljahr habe ich angefangen. Am Anfang erstmal habe ich mir viele Vorträge von eurer Seite angehört und dann habe ich mir auch dieses Buch bestellt von der wahren Religion und den Koran habe ich mir auch bestellt auf Deutsch und Arabisch. Und ja, das Buch habe ich gelesen und den Koran habe ich auch versucht zu lesen, aber es fällt mir auch schwer. Also die Sprache ist nicht so überhaupt einfach. Deswegen habe ich für mich erstmal entschieden, das anzuhören. Das fällt mir dann ein bisschen leichter. Und ja, ich habe mich auch informiert über, ich weiß nicht, ich glaube, ihr macht, also mein Mann wohnt in Bonn und ich in Hamburg. Leider so momentan noch. Und in Bonn machen sie immer auf dem Flohmarkt so ein Stand über, ich weiß nicht, ob die von die wahre Religion kommen, oder auf jeden Fall machen sie so einen Stand mit Broschüren und Informationsmaterial. Und ja, da hat mein Mann mir letztes Mal ein Buch mitgebracht von Mohammed, von der Lebensgeschichte von Mohammed, was da auch rausgebracht worden ist. Das lese ich momentan und ja, diese wissenschaftlichen Wunder sind auch sind unglaublich. Also ja, es ist gar nicht in Worte zu fassen. Man kann nur sagen, dass das tatsächlich die einzig wahre Religion des allmächtigen Gottes ist. Ja, also mein Mann hat mir auch erklärt oder mir vermittelt, dass ich nicht nur über meine Gefühle gehen soll, sondern auch mit meinem Verstand so daran denken soll und mit dem Verstand das betrachten soll. Und mittlerweile bin ich so weit, dass ich sage, mein Herz und mein Verstand, das ist beides, das ist das Richtige, das gibt nichts anderes. Ja, also dein Verstand und dein Herz bezeugen das auch. Ja. Ja, dann lass uns inshallah mit dem Glaubensbekenntnis anfangen. Also die Bedeutung vom Glaubensbekenntnis ist, dass du bezeugst, dass keiner verdient hat, angebetet zu werden, außer dem allmächtigen Gott. Und dass du bezeugst, dass Mohammed sein Diener und Gesandter ist. Jetzt machen wir das gemeinsam auf Arabisch und das muss vom Herzen kommen. Ashhadu an la ilaha La illallah ilaha illallah wa ashhadu wa ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasul Rasul Allah. Allah. Oh, mein Herz klopft. Ja, jetzt bist du offiziell Muslimin geworden, Schwester. Und inshallah, dadurch sind alle deine vorherigen Sünden gelöscht worden. Und jetzt fängst du ein ganz neues Leben an. Und ich glaube, dein Mann in deiner Nähe, der weint jetzt. Ja? Ja, siehst du, Alhamdulillah, der weint aus Freude. Denn wir lieben nur das Beste für alle Menschen auf dieser Erde. Möge Allah diese Menschen, inshallah, recht leiten zum Islam, damit sie dieses Gefühl irgendwann mal in ihrem Leben erleben. Ja, Schwester, also Alhamdulillah, Allah hat in dir was Gutes gefunden und inshallah, dadurch hat dich Allah recht geleitet. Jetzt fängt für dich ein ganz neues Leben an. Du bist jetzt Allahs Dienerin geworden und das ist eine Ehre für dich. Du bist jetzt geehrt worden von deinem Schöpfer direkt. Du hast gerade die
einzig wahre Religion des allmächtigen Gottes angenommen, akzeptiert und dich als dankbare Dienerin des allmächtigen Gottes erwiesen. Mit diesem Satz hast du deinem Schöpfer gesagt, ich bin dir dankbar und ich nehme deine Botschaft an, die einzig wahre Religion. Ja, Schwester, dann lasse ich dich den Islam mit deinem Mann genießen und sei sicher, dass inshallah dein Mann dich jetzt mehr lieben wird und du hast jetzt eine ganz andere Stellung in dem Herzen von deinem Mann als vorher. Darf ich deinen Mann haben? Ja. Okay, Schwester. Also wenn was ist, wir sind dein Brüder und ruf uns bitte immer an. Ja, wenn ich Fragen habe, kann ich anrufen. Jede Zeit, Schwester. Okay, danke. Okay, Schwester. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum. Tschüss. Ja, alaikum assalam, Bruder. Ja, also ich brauche dich nicht nach deinen Gefühlen zu fragen. Subhanallah, ich merke, dass du weinst. Ja, also gehört dazu, kann man nichts sagen. Ja, Alhamdulillah, das sind die wahren Gefühle, Bruder. Wir lieben nur das Beste für die Menschen und Alhamdulillah, dass Allah deine Frau also, richtig geleitet hat. Ich bin besinnt davon, also Alhamdulillah auf jeden Fall. Also das ist man vorher und nachher sagt. Alhamdulillah, Bruder, Alhamdulillah. Jetzt gib Acht auf unsere Schwester. Du musst sie jetzt richtig islamisch behandeln und da brauche ich dir jetzt keinen Ratschlag zu geben. Du bist Muslim, Alhamdulillah, und du kennst deine Pflichten und du weißt, dass Allah uns befohlen hat, gut zu unseren Frauen zu sein. Und die letzten Worte des Propheten Muhammad a.s. waren, gib Acht auf die Frauen. Okay, Bruder. Jazak, Allah, inshallah. Jazakallah khair. Genieß diesen schönen Abend mit deiner Frau, inshallah. Inshallah, okay. Okay, Bruder. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Barakallahu alaikum. Assalamu alaikum. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول